Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Sauerland. Wir sind heute Morgen nach Fallbad gefahren, in der Nähe von Meinerzhagen. Und hier haben wir eine Wandertour gestartet. Und zwar geht es hier durch das Naturschutzgebiet auf dem Ebbe. Das heißt, wir laufen ein Stück um die Nordhelle herum. Und soweit ich mich erinnere, werden wir da auch an der einen oder anderen Köhlerstelle vorbeikommen. Ja, heute werden es ungefähr 14,5 Kilometer. Wir hatten gestern einen Ruhetag, nachdem wir Montag und Dienstag 2 Tage ununterbrochen gelaufen waren. Dienstag war relativ anstrengend gewesen und aus diesem Grund hatten wir uns dann dafür entschieden, am Mittwoch einen Ruhetag zu machen. Und heute ist Gründonnerstag. Ja, das ist sehr gut. Wir sind nämlich wieder frohen Mutes und fit und freuen uns sehr, wenn wir dann hier im Ebbegebirge einmal rund um die Nordhelle laufen können. Wenn ihr uns begleiten wollt, freuen wir uns natürlich sehr. Das Wetter ist super, nicht ganz so warm, wie es in den vergangenen Tagen war. Aber das ist auch gut so, denn so hat man sehr gute Bedingungen zum Laufen. Los geht's! Wir kommen jetzt da unten aus dieser Richtung und sind jetzt hier über den Ebbebergweg gelaufen. Jo, schweres Wort. Und auf diesem Teilstück hier sind wir schon mal gelaufen. Das ist nämlich der Weg, den wir von Echternhagen Richtung Ebbeblick gelaufen sind. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, da ungefähr 200, 300 Meter rauf, dann sind wir auch am Ebbeblick angekommen. Ja, der Magen hängt so ein kleines bisschen durch, nach gut ein Viertelstunde. Und wir hoffen, dass wir da oben eine Bank finden und dann da auch Mittagspause machen können. Das wäre nicht schlecht. Bisher keine Menschenseele im Wald getroffen. Angenehmes Wetter, Top-Bedingungen. Wirklich sehr, sehr schön hier. Gefällt mir richtig gut. So, wir präsentieren hier den Ebbeblick, wieder bei strahlendem Sonnenschein, so wie beim letzten Mal auch. Und es gibt tatsächlich eine Bank. Da wird schon mal das Mittagessen vorbereitet. Top-Bedingungen! Ja, nach einer schönen Pause am Ebbeblick mit Blick in den Wald statt auf den Ebbeblick haben wir jetzt unsere Wanderung fortgesetzt, laufen jetzt hier auf einem offensichtlich von Radfahrern und Mountainbikern viel befahrenen, geteertem Weg, was natürlich super schön ist zum Wandern. Nee, überhaupt nicht. Spaß beiseite. Wir hoffen, dass der Weg sich gleich wieder so verändert, dass man da wirklich schön drauf laufen kann. Aber das hier ist echt eine Katastrophe.
also wir sind jetzt ganz brav hier oben raufgelaufen, so wie die Streckenbeschreibung das gesagt hat. Aber wie man sieht, der Weg ist gesperrt. Im Hintergrund hört man vielleicht die eine oder andere Maschine arbeiten und es gibt auch hier vorne ein Sperrband. Und aus diesem Grund werden wir da jetzt nicht weitergehen, denn das ist viel zu gefährlich und außerdem auch verboten. Ja, wie man hinter mir sieht, Asphaltweg. Und auf diesem Asphaltweg laufen wir jetzt schon bestimmt einen Kilometer, ich glaube sogar zwei. Es kamen uns schon recht viele Leute auch entgegen. Teilweise mit Rollator, teilweise mit Kinderwagen. Dafür eignet sich so ein Weg natürlich super. Zum Wandern natürlich gar nicht. Ja, wir müssen leider eine kleine Wegänderung vornehmen und dazu erzähle ich euch jetzt etwas. Eigentlich wollten wir ja am Köhlerhaus oben an der Nordhelle vorbeilaufen, aber der Weg ist gesperrt und für uns würde das bedeuten, wir müssten bis zum Ende von diesem Weg laufen, dann den Berg rauf und dann das ganze Stück wieder zurück, wobei wir gar nicht wüssten, ob wir tatsächlich zu diesem Köhlerhaus kommen oder nicht. Und aus diesem Grund haben wir uns jetzt entschieden, das Köhlerhaus einfach ja, sozusagen rechts liegen zu lassen und weiterzulaufen. Wir werden auch nicht den ursprünglich geplanten Streckenverlauf laufen, denn dann würden wir einen riesen Bogen noch laufen, der eigentlich gar nicht notwendig ist. Wir werden die Tour jetzt also einfach ein bisschen abkürzen und sind dann wahrscheinlich ein bisschen früher wieder am Auto. Von da kommen wir und wir laufen jetzt hier den Auerhahnbergweg runter, kürzen die Strecke somit ein bisschen ab, ist egal, weil jetzt hier weiterlaufen auf dem blöden Asphalt, da habe ich keinen Bock drauf und ich glaube die Tanja auch nicht, die läuft nämlich schon da vorne und ich sehe mal zu, dass ich jetzt auch zügig hinterherkomme.